Wie nehme ich nun auf und wo nehme ich auf? Wo ich nehme ich hier in das Tonband auf und wie über die sogenannten Tracks oder Spuren. Tracks ist der englische Begriff für Spuren, die ich hier erzeugen werde. Ich erzeuge Spuren durch einen schlichten Rechtsklick in dieses Feld. Ich kann hier zum Beispiel zwischen Audiospuren, Instrumentenspuren und MIDI-Spuren wählen. Wir wählen mal die Audiospur aus und kann nun hier die Anzahl der Spuren auswählen oder reinschreiben. Kann hier auswählen, ob Stereo oder Mono, das heißt also links und rechts oder nur Mitte. Und könnte hier auf OK gehen. Ich mache jetzt mal keine 10, sondern 5. Schon hätte ich 5 Audiospuren. Wir benötigen aber keine 5 Audiospuren, sondern 3 MIDI-Spuren. Deswegen selektiere ich nun alle Audiospuren, indem ich zuerst die erste Audiospur selektiere. Ich selektiere eine Spur, indem ich einfach auf den Namen zum Beispiel klicke oder in ein graues Feld. Bitte nicht auf Einträge wie R oder W oder S und M klicken. Denn sonst wäre dieser Button selektiert. Also wie gesagt, ich klicke die erste Audiospur, halte jetzt die Shift-Taste gedrückt und selektiere die letzte Audiospur. Schon sind alle Audiospuren selektiert und ich lösche sie mit der Entfernen-Taste. Nun klicke ich wieder mit der rechten Maustaste in dieses Feld, gehe auf Spur hinzufügen MIDI, wähle hier drei Spuren aus und klicke auf OK. Es öffnen sich drei MIDI-Spuren. Ich weiß, dass ich drei Instrumente aufnehmen werde, nämlich Drums, Bass und Keyboards oder Piano. Deswegen ist mir die Zuteilung MIDI in 01, MIDI 02, MIDI 03 zu wenig und ich benenne diese Spuren um, indem ich einfach in MIDI 01 doppelklicke. Und zum Beispiel Drums reinschreibe, danach MIDI 02 anklicke, doppelklicke, Bass eintippe und hier noch Piano hineinschreibe. Nun gut, diese drei Namen gewährleisten mir natürlich noch nicht, dass auch hier nun Drums erklingen, hier Bass und hier Piano. Die Spuren benötigen nicht nur Namen, sondern auch Sounds. Cubase hat eine Menge an Sounds. Nur sind diese Sounds bisher noch auf meiner Festplatte und ich muss sie in das Projekt importieren. Ich importiere Sounds in mein Projekt, indem ich hier auf den Menüeintrag Geräte klicke, hier den Unterpunkt VST-Instrumente finde, ihn selektiere und hier in diesem Fenster in diesen schwarzen ersten Eintrag klicke. Und es öffnet sich eine Menge an diversen VST-Plugins, die ich hier selektieren kann. Ich wähle hier nun den Kontakt 4 aus. Der Kontakt 4 ist ein sogenanntes VST-Plugin, welches nicht in Cubase integriert ist. Ich muss es extern dazu kaufen und auf meine Festplatte installieren. Der Kontakt 4 von Native Instrument bietet mir die diversesten Instrumente für World Music, für Klassik, für Pop, für Jazz, für Funk, was auch immer ich einspielen will, also für Volksmusik, Filmmusik und so weiter. Cubase fragt mich nun, ob ich mit diesem Kontakt 4 eine neue Spur erzeugen will. Nein, wir haben ja bereits drei MIDI-Spuren geöffnet und klicken hier deswegen auf Abbrechen. Es öffnet sich nun eine weitere umfangreiche Software in der Software Cubase.